Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der virtuellen Bibelstunde. Beim letzten Mal habe ich die Heilung eines Gelähmten gelesen und heute geht es um die Berufung des Levi und das Mahl mit den Zöllnern. Das Ganze steht im 5. Kapitel des Lukas und die Verse 27 bis 32. Und danach ging er hinaus und sah einen Zöllner mit dem Namen Levi am Zoll sitzen und sprach zu ihm: Folge mir. Und er verließ alles, stand auf und folgte ihm nach. Und Levi richtete ihm ein großes Mahl in seinem Haus, und viele Zöllner und andere saßen mit ihm zu Tisch. Und die Pharisäer und ihre Schriftgelehrten murrten und sprachen zu seinen Jüngern: Warum esst ihr und trinkt ihr mit den Zöllnern und Sündern? Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Die Gesunden dürfen des Arztes nicht, sondern die Kranken. Und ich bin gekommen, die Sünder zur Buße zu rufen und nicht die Gerechten. Diese Textpassage oder diese Textstelle ist sehr, sehr kurz oder relativ kurz, nur 5 Verse. Aber vor allem die letzten 2 haben es sehr, sehr in sich. Denn da ist eigentlich erst einmal der Grund genannt, warum Jesus auf die Erde gekommen ist. Er möchte die Menschen bzw. die Sünder wieder auf den rechten Weg führen, ihnen wieder einen richtigen Weg geben. Und dies ist ja auch eine sehr, sehr wichtige Passage oder sehr, sehr wichtige Aussage aus dem Neuen Testament. Von daher sollte es auf keinen Fall fehlen. Im heutigen Leben kann man natürlich auch diese Sache sehr, sehr ernst nehmen, dass man eben auch, wenn man vielleicht Karriere macht, dass man vielleicht auch etwas mehr Geld verdient als andere, dass man da aber trotzdem kein schlechter Mensch sein muss, nicht ist, sondern nicht unbedingt muss, man kann aber einer sein. Und ich denke, dadurch hat man auch jetzt nicht, man muss in Demut leben und man muss all seine Güter abgeben und ähnliches, wie es vielleicht andere Sekten oder Gruppierungen meinen. Von daher denke ich doch, dass dies eine sehr, sehr wichtige Textstelle ist. Und damit möchte ich mich verabschieden und euch noch einen schönen Sonntag wünschen. Tschüss!